Die Kansas City Chiefs haben den Super Bowl gewonnen. Vor etwa 60.000 Zuschauern im Stadion in Las Vegas setzte sich die Footballmannschaft vergangene Nacht gegen die San Francisco 49ers durch. Wie erwartet stand neben dem Sport Popstar Taylor Swift im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. Die Freundin von Kansas-Spieler Travis Kelce feierte dessen Sieg nach dem Spiel vor den Kameras. Es muss ein Graus gewesen sein, damals mit diesen Narren in Köln. Nur ob man sich das wirklich so vorgestellt hatte, wie sich der Rosenmontagsumzug hier 1870 mit prunkvollen Wagen zeigte. Irgendwie hat man den Eindruck, bei den heutigen Umzügen herrscht trotz Kamellegewerfe ein wenig mehr preußische Ordnung als damals. Dafür ist die politische Kritik sicherlich harscher geworden. Aus Düsseldorf, Mainz und zunächst Köln berichten Jens Eberl und Peter Sonnenberg. Die Trompete muss jeden Rosenmontag am Start sein. Seit mehr als 15 Jahren trifft sich immer wieder die gleiche Gruppe an dieser Stelle in der Innenstadt von Köln. Und diesmal sehen sie einen Zoch mit vielen politischen Spitzen. Totalitäre Machthaber mit Brett vor dem Kopf. Bundeskanzler Olaf Scholz findet seinen Platz als Faultier auf dem Baum. Viele der 25 Motivwagen beschäftigen sich mit dem Rechtsruck. Auf diesem Wagen streckt eine Narrenfigur ihr blankes Gesäß zum Hitlergruß ausgestreckten Armen entgegen. Das kommt bei der Kölner Gruppe gut an. Die Jecken wollen ein buntes Signal der Toleranz und Vielfalt in die Welt schicken. Man merkt eigentlich heute, dass die Menschen was anderes haben wollen. Die wollen zusammenstehen, die wollen zusammen feiern und die wollen nicht diesen Hass und diese Hetze. Es ist die heutige Zeit leider und deshalb finde ich gut, dass man stetig damit konfrontiert wird. Aber das Feiern darf man nicht vergessen. Das gilt auch für Mainz. Gestatten, Schwellkopp. 200 Kilometer den Rhein hoch ist der Rosenmontag ebenfalls die größte Straßenparty des Jahres. Mega, top, wie jedes Jahr. Die Stimmung, die Atmosphäre, einfach Ausnahmezustand, wunderbar. Die Motivwagen, auf das ist immer wieder interessant, was da so gemacht wird hier in Mainz. Denn die Fastnacht ist auch hier die Gelegenheit, nicht nur sich selbst, sondern auch der Politik so richtig einen einzuschenken. Scholz hier als blinder Kapitän. Ein Oppositionsführer mit unterstellter Tendenz zum rechten Rand oder Linke und Rechte, vermeintlich ferngesteuert vom blutverschmierten Despoten. So mancher Narr will aber gerade zur Fastnacht gar nichts wissen von der Politik. Ich wollte es mal vergessen für ein paar Tage, ganz ehrlich. Ich denke, es geht heute darum, einfach mal die Sorgen zu vergessen und ein bisschen Spaß zu haben. Und dann kann man sich morgen immer noch sorgen. Düsseldorf hat traditionell die provokantesten Wagen. Da küsst das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche den russischen Präsidenten Putin an einer ganz speziellen Stelle. Ein Symbol für die Mitverantwortung im Angriffskrieg auf die Ukraine. Der AfD nimmt ein Clown die freundliche Maske ab, dahinter einen Totenschädel mit Hitlerschnäuzer. Viele düstere Themen also dieses Jahr. Trotzdem kommt das Feiern nicht zu kurz. In allen Karnevalshochburgen spricht die Polizei von einem ruhigen Verlauf. Auch in der Kölner Innenstadt sind die Jecken zufrieden. Die Trompete hat jetzt ein Jahr Pause. Nächstes Jahr wird sie wieder ausgepackt.